Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, ihr seht, sitze ich hier auf dem Boden. Wir haben momentan leider keine Couch und da ich mit dem Kleinen sowieso den halben Tag auf dem Boden rumtobe, habe ich gedacht, kann ich mich hier jetzt auch schminken. Ja, ich sehe noch ein bisschen zerzaust aus. Ich muss mich jetzt mal schnell richten. Wir haben 8.20 Uhr und wir müssen in 20 Minuten los zum P-Kip. Da freuen wir uns auch schon drauf. Letzte Woche war Feiertag, deshalb... Ja, Elias freut sich auch. Letzte Woche war Feiertag, deshalb waren wir da nicht oder konnten wir da nicht. Da war kein P-Kip, so wollte ich sagen. Genau, jetzt muss ich noch schnell mich ein bisschen schminken und diese Augenringe abdecken. Unsere Nächte sind gerade nicht so der Hammer. Elias bekommt Zähnchen oder weitere Zähnchen und das verkraftet er nachts nicht so gut, muss ich sagen. Nun ja, jetzt werde ich mir mal schnell ein Gesicht zaubern und dann sehen wir uns wieder. Ja, ihr Lieben, so sieht's aus, wenn das Kind mit der Make-up-Tasche spielt. Tja. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall ein Gesicht. Das ist sozusagen mein kleines Mami-Make-up für den Alltag. Ich habe heute nicht viel vor, wir gehen nur ins P-Kip und dann sind wir zu Hause. Und deshalb brauche ich jetzt kein großartiges Make-up. Habe nur ein bisschen Concealer und Puder drauf und ein bisschen was auf den Augen. Genau. Ja, im Hintergrund seht ihr auch unser derzeitiges Chaos. Also da, wo die Kissen sind und dieser Spieltunnel, steht normalerweise unsere Couch. Aber wir haben eine neue gekauft und die alte schon entsorgt. Jetzt sind wir noch 2-3 Tage einfach ohne Couch und verbringen hier die Zeit auf dem Boden. Wir haben allerdings Fußbodenheizung hier unter den Fliesen und deshalb ist es auch ganz angenehm, muss ich sagen. Ja, Elias war heute Morgen schon kräftig am Spielen, deshalb sieht es ein bisschen unordentlich aus. Lasst euch daran nicht stören. Ja, Elias spielt hier jetzt momentan noch mit meinen Schminkutensilien. Und ich versuche noch irgendwas mit meinen Haaren zu machen, aber ich glaube, das wird heute nicht mehr viel. Und dann geht's auch schon los für uns ins P-Kip und bäh. Oh, Pinsel im Mund, gar nicht gut. Wird gleich gewaschen. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns danach im P-Kip wieder. Hallo ihr Lieben, ihr seht, ich bin wieder zu Hause. Wir haben jetzt so knapp nach 11 Uhr. P-Kip ist aus und Elias ist ganz schön kaputt vom P-Kip. Er schläft danach immer relativ gut. Den habe ich jetzt auch schon ins Bett gelegt. Der liegt jetzt also bei seinem Mittagsschlaf. Ich bin mal gespannt, wie lange denn eigentlich würde es eine halbe bis eine Stunde schon Mittagessen geben. Mal sehen, ob er das ein bisschen verzögern kann heute. Aber er hat eigentlich ganz gut gefrühstückt. Dann müsste das schon klappen. Genau, ich bereite jetzt schon mal das Mittagessen vor und zeige euch mal, was es heute für den kleinen Mann gibt. So, ich werde dem Kleinen heute ein bisschen Fingerfood machen, also eigentlich alles nur kochen oder braten, damit er dann selber essen kann. Das macht er am liebsten zurzeit. Deshalb gibt es einfach ein paar Karotten, Zucchini, das ist sein Lieblingsgemüse, eine halbe Nürnberger Bratwurst, die noch am Wochenende vom Raclette übrig geblieben ist. Deswegen sieht auch unsere Küche so unglaublich verwüstet aus, da noch die Überreste stehen. Und dann werde ich jetzt noch ein paar Vollkornnudeln abkochen, die ich noch da habe. Und ich selber esse dann auch noch ein paar Nürnberger, die vom Wochenende übrig sind und auch Nudeln, genau. Und das koche ich jetzt alles schon mal vor und sobald der kleine Mann wach ist, hat er dann schon mal sein Essen bereit. So, bevor Elias jetzt anfängt zu essen, wollte ich euch nur mal kurz das Ergebnis zeigen. Ich habe jetzt hier die Vollkornnudeln und die Würstchen zusammen angebraten, Karotten und Zucchini gekocht und jetzt kann er das selber essen. Genau. Jetzt geht's los. Elias ist jetzt hier neben mir und ich bleibe natürlich bei ihm und da gibt es noch was zu trinken dazu. Ja, er hat jetzt 1,5 Stunden geschlafen, ist auch nur aufgewacht, weil das Telefon geklingelt hat. Aber ja, finde ich ganz gut. Also jetzt ist fast
Ja, 12.45 Uhr ist jetzt. Und normalerweise kriegt er ja zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr Mittagessen. Und hat aber ganz gut so funktioniert. Und jetzt gibt es hier erstmal lecker Essen und dann können wir wieder spielen. Der kleine Mann hat wirklich super gegessen. Also ich hätte nie gedacht, dass nur so wenig übrig bleibt. Ja, Nudeln sind fast weg. Die Würstchen sind auf jeden Fall alle weg. Die sind auch als erstes gegessen worden. Ja, aber das war doch schon mal ganz gut. Heute ist schon wieder so ein Piep-Wetter. Es regnet nur die ganze Zeit. Das heißt, wir gehen heute auf jeden Fall mal nicht raus. Und es wird vermutlich wieder ein relativ kurzer Vlog sein. Ich dachte, ich zeige euch noch kurz, was es bei uns heute zum Abendessen gibt. Wir haben jetzt zwischenzeitlich 16 Uhr. Ich habe das Essen aber schon gestern Abend vorbereitet, weil das Hackfleisch verarbeitet werden musste. Der kleine Mann kreischt da drüben rum. Ich glaube, gegen Licht ist auch nicht so gut. Naja, ich zeige euch jetzt mal kurz, was ich vorbereitet habe, da hinten in der Küche. Und ja, es ist auf jeden Fall so dunkel, dass ich schon das Licht anmachen muss. So, hier ist der große Topf. Das ist ein Chili. Sieht jetzt natürlich ein bisschen komisch aus, da es schon kalt ist. Wie gesagt, ich habe es gestern schon vorgekocht. Ich hatte ja erzählt, dass wir am Wochenende Raclette hatten. Und da war noch Hackfleisch übrig und auch ein bisschen Mais. Kidneybohnen habe ich noch aufgemacht, genau. Und da sind jetzt noch ein paar Zucchini drin. Einfach aus dem Grund, dass die auch noch übrig waren. Und ich dachte, die kann ich auch mit reinschmeißen, genau. Ja, mein Mann bringt nachher noch frische Brötchen mit. Und dann gibt's Chili. Und ich zeige euch dann einfach ein Foto oder film's kurz ab, wie es dann richtig aussieht. Ich möchte euch doch noch kurzes zeigen. Und zwar handelt es sich dabei um diesen wunderschönen Overall. Ich gehe mal weiter weg, dass ihr es ganz sehen könnt. Und zwar ist der hier von der Marke Yakoo und das ist so ein Fließstoff. Das ist dieser Polartec Walk Overall. Und den habe ich jetzt gekauft in der Größe 80-86, allerdings gebraucht, weil er mir neu jetzt einfach zu teuer war. Und der ist so klasse, Leute. Ich finde ihn so, so toll. Jetzt an den Ärmchen ist er noch zu lang, da haben wir ihn umgeschlagen. Aber unten an den Füßen, da passt jetzt gerade, wenn das hier so umgeklappt ist, dass es eben zu ist. Und später kann man das dann hier so aufklappen. Und dann können da die Füßchen durch, auch wenn er dann läuft. Alles gut bei dir? Der kleine Mann hier hat sich verschluckt.
So, ja, was ich sagen wollte, ich finde ihn so toll, weil er einfach so vielseitig anwendbar ist. Der ist jetzt relativ dünn, aber trotzdem gibt es schön warm. Jetzt für den Herbst ist es perfekt, einfach über die Klamotten drüber. Und er ist aber auch sehr, sehr weit geschnitten. Also man sieht ja schon, dass es sehr breit ist. Und im Winter kann man dann einfach ordentlich was drunter ziehen. Und dadurch, dass er eben so groß ist, sage ich mal, und ja, man ihn mit umgekrempelt und mit hier unten zu tragen kann, kann man ihn eben auch lang tragen. Also im Frühjahr können wir den dann auch wieder einfach so dazu tragen. Das finde ich echt toll. Und der Reißverschluss geht auch wirklich bis runter, bis zum Fuß. Also auch super leicht zum Anziehen. Auch wenn die Kleinen keine Lust haben zum Anziehen, geht super schnell. Und ja, dann wollte ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ich habe ihn über eBay Kleinanzeigen einfach gebraucht gekauft. Deshalb auch die grelle Farbe, die normalerweise nicht so meins wäre. Aber ich finde es eigentlich ganz süß. Das ist dann eben unser kleiner grüner Frosch, wenn er den anhat. Und ja, wirklich super praktisch jetzt aktuell. Kennt ihr das, wenn ihr eure Kleinen mal 2 Minuten allein lasst? Und dann sieht es so aus. Ich zeige euch das mal. Ich meine, klar sind es nur Sachen, an die er ran darf, aber gefühlt 20 Mal am Tag räume ich das wieder ein und oder aus und also er wieder aus und ich wieder ein. Aber was tut mir nicht alles für die Kleine? Er hat ja Spaß dran und dann mache ich das eben. Ihr Lieben, ich sehe schon etwas zerstört aus. Ich fühle mich auch so. Ich habe jetzt aber mal kurz Ruhe. Mein Mann ist jetzt nach Hause gekommen, hat den Kleinen gepackt und die sind einkaufen gegangen. Und ich habe in der Zeit die Einladungskarten für den ersten Geburtstag vorbereitet. Oh, ich bin schon so. Ah, mein kleiner Junge wird eins und ich kann es kaum glauben, aber ja, es steht eben vor der Türe und deswegen habe ich Einladungskarten gebastelt. Und ich werde euch das jetzt einfach mal zeigen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich irgendwie ein separates Video mache über die Deko und die Einladungskarten und das Motto und sowas. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Mal sehen. Naja, ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal die Einladungskarten, die ich gebastelt habe. Und genau, ich verabschiede mich dann aber schon aus dem Video, denn es wird jetzt nichts mehr passieren, großartig. Ich werde mich jetzt auch noch ein bisschen ausruhen. Und ja, ich blende euch am Schluss nochmal das Essen ein, das habe ich ja gesagt. Und jetzt gibt es die Einladungskarte. So, und zwar handelt es sich um diese Einladungskarten. Unsere Motto Party oder unser Motto für die Party zum ersten Geburtstag ist Seefahrer oder Seemann, je nachdem. Ja, weil unser kleiner Mann so oft irgendwelche Oberteile oder auch Hosen mit Ankern drauf anhat, haben wir irgendwie gedacht, das passt ganz gut. Und das ist jetzt auch nichts so Alltägliches. Jedenfalls sehen so die Einladungskarten aus. Ich habe hier einfach dickes weißes Tonpapier, ja, halbiert, also ein DIN A4-Blatt halbiert und dann geknickt, so dass es eine Knickkarte ist. Das hier ist Leinenstoff, den hatte ich noch von unserer Hochzeitsdeko. Und dann habe ich hier einfach einen grauen Anker ausgeschnitten. Für jeden Gast, also für jede Einladung, steht dann hier die Namen von den Leuten, die eingeladen sind. Also bei den anderen stehen dann eben der andere und sind mehr oder weniger Fischchen drauf. Hier oben Einladung. Und dann klappt man die Karte auf. So sieht die Karte dann aufgeklappt aus. Ich habe hier oben ein Bild von ihm vom Newborn-Shooting damals, also da war er genau 7 Tage alt. Und dann eben diesen Text da unten. Und ja, ich finde, die Karten sind ganz hübsch geworden. Ich hatte vor, dann auf den Briefumschlag Elias noch einen Handabdruck machen zu lassen, sodass er sozusagen seine Unterschrift oder ja, sein Ding eben noch draufsetzt. Und ja, finde es eigentlich ganz süß.